Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas Grundsätzliches vorweg. Mir geht es bei der Debatte heute wahrlich überhaupt nicht darum, ob die einen oder die anderen schneller gebaut hätten. Es geht mir einzig und allein darum, dass der Bau der A20 realisiert wird und nicht um unnütze Jahrzehnte verschoben oder diese wichtige Autobahn gar beerdigt wird. Doppelzüngigkeit gab es nicht nur gestern, sondern es gibt sie immer wieder zum Weiterbau der A20. Im Koalitionsvertrag schreiben die Koalitionäre noch, der Weiterbau der A20 wird wie vom Bund vorgesehen zügig umgesetzt. Letzte Woche, ich fand, der Satz kann gerne beklatscht werden, ich fand ihn auch klug formuliert, letzte Woche wird von den Grünen genau das Gegenteil vorgeschlagen. Der Bau der A20 sei ohnehin unvernünftig und wenn sie schon gebaut werden sollte, dann doch bitte mit einer neuen Trassenführung und mit einer anderen Elbquerung. Dieser Vorschlag ist für jemanden, der die A20 bauen will, wirklich sinnfrei. Wenn Andreas Tietze diesen neuen Vorschlag realisieren will, dann sollte er ehrlicherweise zugeben, dass er einzig und allein daran arbeitet, dass die A20 wirklich nie gebaut wird. Gleich wird er aber mit seinem Bekenntnis zum Koalitionsvertrag, ich ahne das schon, genau wieder das Gegenteil erklären, dass er ja hinter den Planungen stehe. Das ist unverlässliche Politik, liebe Ilka von Kalben, wenn man ganz anders handelt, als man sagt. Diese Unverlässlichkeit treibt am Ende den absolut Falschen die Wähler zu. Eine fast komplette Verlegung der Trasse würde den Bau der A20 vermutlich um mindestens 10 bis 20 Jahre herauszögern. Und hier sprechen wir noch über die Reinplanung, die möglichen Klagen gar nicht einkalkuliert. Faktisch wäre die A20 vermutlich dann tot. Wollen die Grünen das? Die größte Schnapsidee ist aber eine neue Elbquerung von Brunsbüttel nach Cuxhaven. Vielleicht wäre es hier sinnvoll, mal einen Blick auf die Breite der Elbe zu werfen. Die jetzige Querung zwischen Glückstadt und Rochtersen ist 6,5 Kilometer lang. Die nun von den Grünen ins Spiel gebrachte Querung soll genau an der aller breitesten Stelle der Elbe stattfinden. Mit den Ein- und Ausfahrten wäre ein Tunnel hier so circa 17 Kilometer lang. Man muss sich das mal bei der festen Fehmarn-Weltquerung anschauen. Die ist 18,6 Kilometer lang und die baut sich ja auch so richtig, richtig schnell. Kluger Vorschlag von den Grünen. Also wenn die Grünen das wollen, ist die A20 tot. Vermutlich kommt dann wieder die niedliche Vorstellung der Grünen, man könnte ja die Überbrückung vorerst mit der Fähre dort realisieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer die Wirtschaft schwächen will, der wählt Grün. Bei den jetzigen A20-Planungen argumentieren die Grünen, dass die Kosten zu sehr steigen würden und schlagen als kluge Alternative einen dreimal so langen Tunnel vor. Dieses Bauprojekt würde dann angesichts der ohnehin steigenden Baukosten, wie bei fast allen Verkehrsprojekten, sicher mehrere Milliarden mehr kosten als bei den jetzigen Planungen. Tolles Kosteneinsparungsmodell. Und am 8. November 2018 sagte Andreas Tietze exakt hier an diesem Podium über seine Koalition: Freunde, wenn ihr das nicht hinbekommt, die A20 in dieser Legislaturperiode zu bauen, dann schiebt das bitte nicht auf die Grünen. Ich frage mich allerdings, was sind das denn für Freunde? Was ist das für eine Freundschaft? Vorne versuchen mehrere Fraktionen, fast alle Fraktionen, die A20 endlich zu bauen. Und hinten kommt ein grüner Freund und reißt mit seiner Planierraupe wieder alles ein. Das ist doch wahrlich keine Freundschaft. Wenn man sich innerhalb einer Koalition nicht einigen kann und diese Einigkeit dann auch noch öffentlich zelebriert, dann hätte ich doch ein Machtwort des Ministerpräsidenten erwartet, der diese unsinnige Debatte endlich unterbindet. Aber nein, alle sind auch noch vermutlich wieder stolz darauf, dass man seine Unterschiedlichkeit so wunderbar ausgeprägt leben kann und dann lieber doch aktuell nichts entscheidet. Ihr Alternativantrag ist quasi unser Antrag, nur mit anderen Worten. Da frage ich mich schon, warum Sie eigentlich nicht bei uns mit draufgegangen sind auf den Antrag. Und auch wenn ich mich zur Planungsübergang zur Degis mal kritisch geäußert habe, setzen wir uns natürlich heute auch für die Degis ein. Es macht ja gar keinen Sinn, das Ganze noch zu wechseln. Wir sind entschieden, wir stehen für A20, wir stehen zur geplanten Elbquerung und fordern dieses Bekenntnis auch von der Koalition. Vielen Dank.